Hi. Noch vor ein paar Jahren hätte ich mich niemals vor eine Kamera gestellt und ein Video wie dieses gemacht, sondern ich hätte mich geweigert. Oder ich wäre ultra nervös gewesen und hätte mich nicht leicht und frei gefühlt. Und viele Menschen, und du vielleicht auch, haben Angst, sich zu zeigen in ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Wissen, mit dem, wer sie sind, mit ihrer Dienstleistung, wenn du selbstständig bist. Oder auch, wenn du besondere Leistungen im Projekt erbracht hast, einfach darüber offen zu sprechen, dich zu zeigen, so wie du bist, mit dem, was du kannst. Und in diesem Video erfährst du einmal natürlich, wie zeigt sich das Ganze, wo sind die Ursachen und ganz wichtig immer oder auch wie immer die Lösung. Wie zeigt sich das Ganze? Ich habe es gerade ein bisschen angesprochen. Es ist egal, ob du selbstständig bist, Unternehmer, ob du angestellt bist, also berufliche Situation ist egal, sondern es geht darum, dass du merkst innerlich, dass du dich gehemmt fühlst, dich nach außen hin so zu zeigen, wie du bist und das zu präsentieren, was dich ausmacht und was deine Kompetenzen sind. Das kann natürlich sein, dass du dich eben hier vor eine Kamera nicht traust, dass du nicht postest. Es kann aber auch sein, dass du im Beruf nicht darüber sprichst, dass du dich zurückhältst, dass du dich auch nicht traust, vielleicht nach mehr Gehalt zu fragen, weil du ja eigentlich gut bist. Ja, es kann auch sein, dass es irgendwie einen Vortrag gibt, den du halten könntest, aber du traust dich nicht, weil es könnte ja was passieren, die Menschen könnten dich auslachen oder es könnte nicht gut genug sein oder was auch immer. Das heißt, du trittst nicht nach außen mit dir, mit deinem So-Sein. Nicht nur was Wissen und was Leistung und so weiter anbetrifft, sondern eben auch mit dir als komplette Person. Oder aber du versuchst es wirklich ganz perfekt zu machen, ganz die oder der Starke zu sein, ganz ohne Makel und Fehler, damit bloß nicht jemand ankommt und sagt, oh Gott, das geht aber nicht. Ne? Also das heißt, du bist nicht authentisch du. Und wir sind mal ehrlich, was wollen Menschen, mit welchen Menschen wollen wir Kontakt, egal ob es jetzt darum geht, dass man dein Produkt kauft oder deine Dienstleistung oder man dich befördert oder überhaupt Kontakt aufzubauen, wen wollen wir da? Wir wollen einen Menschen, der authentisch ist, der sich zeigt, der nicht diese Mauer aufgebaut hat und nur dieses Perfekte. Und dieser Teufelskreis ist ziemlich negativ, denn dadurch, dass du dich nicht zeigst, kommst du auch niemals in den Genuss zu erfahren, dass Menschen dich so annehmen, wie du bist. Du kommst mit viel weniger Menschen in Kontakt, ne? Also ich sag mal, Thema Selbstständigkeit, wenn ich jetzt mich nicht hier vor die Kamera stelle, wenn ich nicht netzwerke, wenn ich nicht rausgehe, woher soll dann jemand wissen, dass ich das anbiete? Ja? Und das hat eben einmal natürlich ganz klar finanzielle Folgen, es hat Folgen für den eigenen Erfolg, aber es hat auch Folgen für den eigenen Selbstwert. Denn wenn du dann da drin bleibst und nicht rausgehst, vielleicht kennst du es auch, dann kommen so negative Selbstgespräche oft, so nach dem Motto, boah, das hast du schon wieder nicht gemacht und du müsstest das doch machen und warum machst du das nicht und so weiter und so weiter. Und du katapultierst dich immer weiter rein in dieses Negative und in dieses, ah, ich habe da Angst vor. Was sind die Gründe dafür? Was sind die Ursachen? Ganz häufig, ich habe es jetzt schon ein wenig erwähnt, ist es eben die Angst vor Ablehnung. Und die ist häufig begründet in frühkindlichen Erfahrungen. Vielleicht wurdest du ausgegrenzt, vielleicht wurdest du gemobbt, vielleicht wurdest du von deinen Eltern immer stark kritisiert oder hast gewisse Erfahrungen gemacht, die sich so stark emotional in dir eingeprägt haben, dass du nie wieder dich so eigentlich zeigen möchtest, wie du bist, in deiner Person, mit all den Facetten, die da sind. Ja? Das heißt Angst vor Ablehnung, Angst vor Kritik, Angst vor der Meinung anderer, Angst, nicht gut genug zu sein und dann wiederum wieder abgelehnt zu werden. Es können auch negative Glaubenssätze damit verbunden sein, zum Beispiel, ich darf keine Fehler machen. Und es könnte aber passieren, wenn ich Dinge zum ersten Mal machen könnte, oder passieren Fehler. Das ist ganz, ganz normal. Ja? Oder auch das Imposter-Syndrom, da habe ich hier mal ein Video drüber gemacht, dass du halt ja wahrscheinlich ziemlich gut oft sind Menschen ziemlich gut, haben eine tolle tolles Wissen, können eine gute Dienstleistung abrufen und trotzdem zweifeln sie ständig an sich, ob das denn wirklich gut genug ist. Und wenn du an dir zweifelst, an deinem Produkt zweifelst, an deiner Leistung zweifelst, zu deinen Schwächen nicht stehst, dich selber nicht so annimmst, wie du bist, mangelnde Selbstakzeptanz, ein ganz großer Punkt, dann wirst du das vermeiden, nach draußen zu gehen. Weil jedes Mal, wenn jemand kommt und dich stichelt oder dich kritisiert oder sonst was tut, wird es dir ziemlich, ziemlich wehtun. Und das Problem ist, und vielleicht kennst du es auch, und du kennst ja auch dieses Problem, dass Menschen dann versuchen, über das Denken, dieses Emotionale, es ist ein emotionales Problem, es ist eine emotionale Blockade, Verletzung, gegebenenfalls sogar Trauma, zu lösen.
Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln und lachen, weil das ja so meine eigene Geschichte ist. Ne? Von wegen, ich sage einfach mal salopp, Verhaltenstherapie oder halt nur Gespräche führen, mich vor den Spiegel stellen, Affirmationen und so weiter, versuchst du alles, aber es funktioniert halt nicht. Es funktioniert nicht. Und es funktioniert auch oft nicht. Hat gestern, nicht gestern, aber letzte Woche, hatte ich noch jemanden zum Erstgespräch, der hat auch gesagt, so, hey Christine, ich habe mich immer wieder diesen Situationen gestellt, wovor ich so Angst habe. Ja, also mich gezeigt, Vorträge gehalten, Workshops gemacht. Ich konnte tagelang davor nicht schlafen. Ich war hyper aufgeregt. Und mein Gott, jetzt bin ich über 50. Das muss doch mal irgendwie funktionieren. Da muss doch mal in mein Gehirn rein, dass alles in Ordnung ist. Schließlich habe ich schon irgendwie 50 Vorträge gehalten. Ja, nichts da. Ja, das heißt, auch oft hilft Training nicht oder immer wieder machen nicht. Und warum ist das so? Weil das eben frühe Verletzungen sind aus der Kindheit, die emotional in dir gespeichert sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie löst du das? Also erst einmal ist es ganz wichtig herauszufinden, okay, welche Verletzungen sind das, wo kommen die her? Was sind meine ganz persönlichen Trigger? Und da reinzugehen, die Emotionen zu fühlen, kannst du bei Meditation machen und vieles weitere. Und dann geht es auch weiter, dass du schaust, dass du lernst, diese Glaubenssätze auch in der Tiefe zu erkennen und zu verändern. Auch wieder über die emotionale, unbewusste Arbeit. Und dann eben auch Schritt Umsetzung. Und du wirst auch merken, okay, du wirst nicht vollkommen frei sein, wenn du die Blockaden gelöst hast und sagen, okay, jetzt habe ich gar keine Angst mehr, aber du wirst weniger haben. Du wirst es machen, du wirst Erfahrungen sammeln und auch mit diesen Erfahrungen kommen wieder Emotionen hoch. Und auch die kannst du dann wieder verarbeiten lernen. Das heißt, das ist der Weg. Und der Weg muss nicht lange sein. Das heißt, manchmal reichen wirklich wenige Sitzungen aus. Das finde ich immer wieder faszinierend, um diese Trigger zu lösen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel da mit reinspielt, wie lange das Ganze schon da ist, wie tief das Ganze sitzt. Aber manchmal ist es wirklich so, ein, zwei Sitzungen, zack, und dann kommt so eine Antwort, ja, Christine, habe ich jetzt gemacht, fühle mich frei. Und ich denke mir so, ja, das ist gut. 20 Jahre gelitten, aber jetzt wenigstens die richtige Methode und dann läuft es auch. Das ist nicht immer so, ja, aber ich sag mal so 10 Sitzungen werden wahrscheinlich schon ausreichen, um das Wichtigste zu lösen. Wenn du Lust hast, trag dich gerne unten ein für ein kostenloses Strategiegespräch, wenn du ein eigenes Business hast. Und wenn nicht, kannst du dich auch mal eintragen. Und dann schauen wir einfach, ob wir beide zusammenpassen. Ich erkläre dir, wie ich arbeite. Und dann starten wir oder auch nicht. Beides ist fein. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, dir ein wenig geholfen zu haben. Und wir sehen uns. Bis dann.